Hallo ihr Lieben, ich bin's die Maja von Stempelhexi Wexi. Wir machen heute eine Doppelset von Card und wir fangen auch gleich mal an. Dafür brauchen wir erstmal einen Papierschneider und ein Stück Flüsterweiß. Und zwar 10,5 brauchen wir. Mal 29. Und das falzen wir auch gleich, und zwar bei 7 cm und bei 14. Das ist unsere Grundkarte. Das falzen wir nach innen und einmal nach außen. Da haben wir so ein Z zu stehen. Dann brauchen wir noch ein Stück Flüsterweiß. 8 cm. Breite und 26 cm. Und dieses Stück falzen wir ebenfalls bei 7 cm und bei 14. Und gefalzt wird es genauso. So, dann haben wir die beiden Stücke schon mal fertig. Dann brauchen wir ein Stück Designerpapier. Und zwar einmal brauchen wir 14,5 mal 10,5. Das wird der Aufleger für unsere Grundkarte. Ja, so. Dann brauchen wir noch, und zwar einmal ein Stück von 7 cm mal 8 cm. Das wird das Stück für den Aufleger hier in der Mitte. Ja. So, und dann brauchen wir jetzt noch zwei Stücke Designerpapier. Und zwar in der Maße von 7 mal 10,5. Zwei Stücke, 7 cm. Mal 10,5. So, das Stück Blütenrosa hat ein Maß von 12 cm mal 8 cm. Hier 8 raus mal 12. So, dann haben wir noch den Aufleger und dann brauchen wir noch ein Stück Flüsterweiß in dem Maße von 7 mal 11. Das sind schon mal 7, wir brauchen nur 11 cm. So, dann haben wir die Schneiderei schon fertig. Und die Falzerei, jetzt geht es an Zusammenkleben. So, wir fangen an mit der großen Grundkarte. Dafür nehmen wir uns das große Stück Designerpapier, kleben das schon mal auf. Sieht das schon mal so aus. Dann brauchen wir hier das kleine Stück, was wir ausgeschnitten hatten. Das kleben wir auch hier rein. Genau, da müssen wir hier kurz drauf stempeln. Die Grundkarte können wir jetzt erstmal komplett wegpacken. Jetzt stempeln wir, und zwar nehmen wir uns jetzt hier ewige Blüten. Die große Stempel, da brauchen wir Memento.
stempeln uns aber nur den oberen Teil. Hier oben auf die Ecke. Ja, super. So, und dann können wir uns auch gleich den Aufleger für die Grundkarte nehmen, weil da kommen ja auch zwei Stempelabdrücke drauf. Einmal hier unten in der Ecke und jetzt oben in der Ecke. So, das war's dann schon mal mit dem Stempeln. Wobei, wir können den Spruch auch gleich drauf machen. Der ist aus dem tropische Träume. Und zwar alles Liebe zum Geburtstag. Den Stempel war aber in Schiefergrau. So, und jetzt geht's ans Ausmalerei mit dem Stamping Blitz. In Blütenrosa und in grünen Apfel. Und ich mache euch jetzt mal in der Zeit ein bisschen Musik an. So, jetzt haben wir das schon mal erledigt. Jetzt können wir unsere Grundkarte nehmen. Genau, und so kleben wir das jetzt hier auf. Erst kleben wir uns aber unser Aufleger noch hier auf. Der ist ja genauso groß wie der, aber nur zur Hälfte. Wenn sich das schließt, liegen sie schön übereinander. So, und jetzt können wir dieses schon mal hier raufkleben. Hier kleben wir nur die Hälfte, machen wir mit Flüssigkleber, aber nur die Hälfte, nicht zu viel. Machen wir hier auf der Rückseite komplett Kleber rauf. Und nehmen die Karte jetzt so, kleben sie zu, kleben auf. So, dann ist eure Z-Fold-Card eigentlich schon so gut wie fertig. Jetzt kleben wir das jetzt noch auf, unseren Aufleger. Da nehmen wir für die Dimensionals. So, jetzt kommen noch ein paar Glitzersteinchen drauf. So. So, dann ist die Karte schon fertig. So, und so sieht sie von oben dann aus. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und gefällt euch auch die Karte. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Karte nachbastelt. Würde mich auch freuen über ein Abo oder einen Daumen hoch, ja. Und schönen Dank fürs Vorbeischauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann, eure Marion. Tschüss.